So Leute, willkommen zurück zu Diluvion. Dem erneut vielleicht letzten Part. Problem ist halt, wir haben kein Essen mehr. Das ist ein großes Problem. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir versuchen komplett bis Rissrand zurückzukommen. Da müssen wir aber aus dem Abgrund wieder raus. Oder wir versuchen es einfach jetzt so. Und ich glaube, das ist die Möglichkeit, die wir machen. Wir haben jetzt halt weniger Maschinenleistung, weniger Zielen, aber wir kämpfen eh fast nur mit diesen Kanonen, die wir da bekommen. Problem ist natürlich, dahin zu kommen, ist ohne Maschinenleistung deutlich schwerer. Aber da war ja eine Drohne oder zwei Drohnen, die wir zerstören konnten. Vielleicht, wenn die wieder spawnen, können wir von denen dann was kriegen. Wartet mal, wenn ich jetzt direkt zurückruder. Ich möchte mal gucken, wie viele Drohnen uns hier drin angreifen. Ich nehme nämlich an, es sind nicht allzu viele. Weil wenn uns hier drin nicht zu viele Drohnen angreifen, dann können wir die vielleicht dafür töten, an Essen ranzukommen. Die meisten Drohnen haben wir ja auch schon kaputt. Die meisten unserer Reparatursätze auch. Warum feuert der denn nicht auf diese Drohne? Perfekt. Wir haben sie alle besiegt. Mit etwas Glück kriegen wir von denen auch wieder vier Dings raus. Vier Reparatursätze, also in dem war schon mal nix. Der Vorteil ist halt, dass wir jetzt vier Drohnen überwältigt haben. Da haben wir drei Essen. Ich meine, klar, es ist niedriges Essen, das ist sofort wieder weg. Aber immerhin überhaupt Essen. Wir hatten doch schon mal in einer neun gefunden, neun Essen. Das hätte ich gerne wieder. Neun Essen reichen, glaube ich. Nochmal drei Essen. Problem ist halt auch, wir haben eine ziemlich mannstarke Crew. Dementsprechend, ja, verbrauchen wir halt auch viel an Essen. Oh ja, da waren sechs Essen drin. Perfekt. Jetzt machen wir Kapitänszeit. Und würde ich sagen, jetzt erstmal. Nein, ich. Ja, okay, vergiss es. Wir brauchen hier Stärke. Wer war denn stark? Hatte ich dich hier dran? Stärke und Ausdauer. Ausdauer 7, Stärke 2. Du bist auf jeden Fall hier drauf. Stärke 2. Aber ich brauche noch ein paar mit Ausdauer.
Oder einen mit Ausdauer, das wird ja reichen. So. Haben wir jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Maschinenstärke. Ja, jetzt bewegen wir uns doch wieder viel schneller. Der Rest ist mir eigentlich relativ wurscht, die dürfen ruhig reparieren. Mir war bloß wichtig, dass wir uns hier in einer angemessenen Geschwindigkeit bewegen können. Und mit etwas Glück verbrauchen wir kein Essen mehr, wenn wir erst in dieser Zone sind, weil Luft verbrauchen wir ja auch nicht. Und dann haben wir hier echt gute Chancen, dass wir das schaffen. Weil mit so einer Maschinenleistung sind wir gut dabei. Torpedos sind uns jetzt völlig egal. Brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht so viele Leute an den Torpedorohren. Wir müssen jetzt bloß oben halt gucken, wo genau das Teil ist. Da ist es. Okay. Darauf müssen wir jetzt zu. Und hoffen, dass wir da drin absolut kein Essen verbrauchen. Weil dann haben wir es geschafft. Dann sollte das eigentlich echt machbar sein, wenn wir hier ein bisschen mehr Geschwindigkeit an den Tag legen können. So, wir sind drin, glaube ich. Teleport erfolgt. Oh, jetzt bin ich dagegen gefahren. Ja, wir verbrauchen hier drin kein Essen. Gleich darüber. Da ist er schon. Kann ich ihm da. Ne, da kann ich ihn nicht verletzen. So, da holen wir uns jetzt gleich mal hier die Kavallerie ins Haus. So, er taucht ab. Das tun wir ihm gleich. Oder gerade ein Davidstern auf dem. Ja, hier sind Davidsterne drauf, okay. Ja gut, der Leviathan ist halt eine mythologische Kreatur. Von daher ergibt das schon Sinn, dass es da zuerst, glaube ich, in der Religion erwähnt wurde, dass er da halt diese Symbole hier drauf hat. Da ist er. Das heißt, wenn wir bloß noch Zeug sehen, das wir beschädigen können. Da vorne, glaube ich. Aha. So, wo bist du, Mistkerl? Du bist jetzt wieder nach oben geschwommen. Kann ich noch so ein viertes Geschoss nehmen oder ist dann das leerste oder das erste wieder weg? Perfekt. So, jetzt müssen wir ihn bloß wiederfinden. Den Herrn Leviathan. Also diesmal hat er echt schlechte Chancen. Und ich lasse diese Meldungen da unten jetzt einfach gerade mal. Meldung sein. Vorne. Und da. Ah, da spawnt auch noch was. Merkt ihr schon, ne? Ich bin gerade gnadenlos. So, die ersten Geschosse sind aber schon ziemlich leer. Da holen wir uns mal ein neues. Aber er wird schneller. Er wird schneller und ich habe das Gefühl, er wird aggressiver.
Aber verstehe ich. Ja, da ist er, aber er ist zu schnell für uns. So, wo ist sein... Da ist sein Ding. Wenn irgend so ein Typ kommen würde und... würde auf mich schießen... Ich glaube, da wäre ich auch aggressiv. Da hinten war er eben. Es ist halt echt ein Problem. Er ist zu schnell. Was wir machen? Treffen wir ihn? Nee. Wir müssen seinen Kopf erwischen. Da ist er derzeit verwundbar. Was wir natürlich machen können, ist langsam machen. Ich weiß nicht, ob er feste Routinen oder zufällig schwimmt. Ja, aber ich hoffe so ein bisschen, dass er feste Routinen schwimmt. Und dass er dann einfach hier gleich wieder vorbeikommt. Da unten war er eben. Da ist er. So, eins hat er noch am Unterkiefer. Problem ist, wir haben keine Geschütze mehr. Wir müssen jetzt erstmal neue holen. Also, theoretisch haben wir noch ein Geschütz. Aber da unten habe ich gesehen, dass da noch eins ist. Gehen wir jetzt gerade mal Schnellgang. Er scheint auch nur eins von diesen Lämpchen zu haben. Also jetzt, wo wir Maschinenleistung haben, ist der Boss eigentlich echt total okay. Da ist er. Er bewegt sich halt immer noch in Superspeed. Und da drüben schießt's. Naja, da zieht sich wieder was zusammen, also hat er wahrscheinlich jetzt nachregeneriert. Ja, da drüben hat er sich noch so ein Teil gemacht, da komme ich aber nicht dran. Es färbt sich aber schon alles rot hier. Also ich nehme an, das ist jetzt hier echt Finale. Also ich meine jetzt auch Finale vom Finale. Weil es wirkt doch sehr, als ob er gleich stirbt, wenn sich hier schon alles rot färbt. Komm, ich brauche hier Geschütze. Verschwinde. Hier mal alle auch. So, da ist er. Ja, er hat... Okay, er hat doch noch sehr viele von diesen Punkten. Die hat er alle regeneriert jetzt. Was? Wir sind Lowlife? Warum gibt's so viele von den Viechern? Und ich sehe gerade keine Geschütze mehr. Ich will jetzt nicht sterben. Ich habe endlich Leben gehabt. Essen. Nee, das schaffen wir nicht. Da hinten wären Geschütze. Da habe ich irgendwo was gesehen. Da. Komm. Gib's her. Ihn habe ich auch noch erwischt. Ist es normal, dass er so viel von den Viechern spawnt? Da ist er wieder, aber ich habe nichts mehr. Rammt er uns auch noch um? Warum geht er denn nicht nach unten? Ich habe nicht mal E gedrückt und er geht hoch.
gerade mal die Kanone und gehen mal hier rein, weil wir müssen jetzt Leben regenerieren. Führt, glaube ich, keinen Weg dran vorbei, da sind wir uns alle einig. Okay, er hat, glaube ich, nur noch eins. Vorteil ist, dass sie sich, glaube ich, auch gegenseitig treffen. Komm, jetzt mal Feierabend. Wo hat er denn bitte noch? Ich sehe nichts. Da hat er noch. Ah, da vorne am Kopf hat er auch noch. Oh, das haben wir sogar erwischt. Ja, wir haben ihn. Tschüss, Leviathan. Oh, Leute, wir haben ihn. Ich weiß nicht, was ab jetzt passiert. Was geht jetzt ab? Haben wir die Prüfung der Götter abgeschlossen? Oder haben wir jetzt irgendwie alles schlimmer gemacht? Oder... Was ist jetzt genau los? Ich habe keine Ahnung. Hä? Wir schweben? Wir sind oben. Der Himmel. Okay, wir können jetzt fahren. Aber wir sollen wahrscheinlich zu dem Leuchtturm. Das heißt, wir haben die Welt jetzt gerettet. Die Eisschicht ist weg, wir können wieder an Land. Okay, es scheint halt echt so. Es scheint so, als hätten wir jetzt die Welt gerettet. Wir haben die Gabe der Götter gehabt und sind nicht in die Hölle gekommen. Wer bist du denn? Ark? Bist du ein Gott? Es ist das, was vor Hunderten von Jahrhunderten verloren ging. Ich sollte dein Volk zu einer neuen Welt bringen. Eine Welt, die eure Vorfahren nicht zerstören konnten. Okay. Achso, die Arche. Natürlich, er heißt ja Arche. Ich bin ihr Zorn. Jene, die nicht gehen wollten, rissen mich vom Himmel. Und der Schaden hat alles außer meinen Verstand entrissen. Selbst euer Planet konnte euren Hass und eure Angst vor dem Unbekannten überleben. Wie viel hat sich euer Volk seit dem letzten Mal verändert? Sagt mir, was habt ihr getan, um... Okay, ich konnte gar nicht so schnell lesen. Das heißt, dieser Leviathan sollte uns eigentlich auf einen anderen Planeten bringen? Ich werde im Laufe der Zeit wieder ganz sein. Ich werde meine Mission fortsetzen. Wird dein Volk seine zerstörerische Natur ablegen und sich mich am Himmelsbild anschließen? Sich mir am Himmelsbild anschließen, bitte. Aber gut, sein Verstand ist ja ein bisschen... Also er ist ja ein bisschen kaputt. Wir haben ihn ja eben bekämpft. Okay. Das ist, ja, das war's mit Diluvion. Also, die Story jetzt am Ende, das...
Also mit den Göttern hat mir schon gefallen. Mir jetzt gereicht, wenn wir jetzt an die Oberfläche dürfen. Aber dass es tatsächlich jetzt um einen anderen Planeten geht, das finde ich doch jetzt ein bisschen heftig. Ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finden soll. Ich weiß nur, ich finde es. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei den Entwicklern für das tolle, tolle Spiel. Ich glaube, so ein wirklich cooles Unterwasser-U-Boot-Abenteuer habe ich noch nie gesehen. Und ich glaube, es wird auch lange dauern, bis wieder so ein Spiel kommt. Ich selber bin nicht so U-Boot-Fan, aber ich fand das Spiel einfach sehr, sehr interessant und ich fand es unglaublich schön und ich finde es cool, dass wir es geschafft haben. Klar, ein paar Bugs waren drin. Von den Entwicklern wird das Spiel selber, glaube ich, auch noch als Beta gehandelt. Das liegt einfach daran, dass das Spiel eben ja noch nicht ganz fehlerfrei ist. Ich hoffe, dass zukünftige Let's Player dann eben das Spiel genießen können ohne Bugs. Der Boss war knackig. Ich fand es ein bisschen komisch, dass halt diese Meereslebewesen lootbar waren, aber das war wahrscheinlich einfach eine Entscheidung. Vielleicht waren das auch gar keine Lebewesen. Wenn es heißt, dass wir zu einem anderen Planeten kommen, dann war das vielleicht einfach Alien-Technologie. Also ich meine, das bietet jetzt natürlich Raum für Spekulationen, ne? Ich finde das aber eigentlich sehr, sehr cool. Also das Spiel hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Es ist einfach ein unheimlich tolles U-Boot-Spiel. Jetzt Aliens und riesige Meereskreaturen. Gut, Meereskreaturen, ich weiß nicht, sie haben mir eine Heidenangst gemacht. Ich hatte extrem viel Schiss. Ich hätte mir aber fast noch mehr richtige Kreaturen gewünscht. Ich kann nur sagen, das Spiel an sich ist ein unheimlich tolles Spiel. Warum läuft jetzt hier schon wieder Localization? Muss ich irgendwas drücken? Ich muss was drücken. Ich muss Escape drücken. Okay, und damit endet das Spiel tatsächlich. Ich könnte jetzt wieder laden. Da würden wir exakt da rauskommen, wo wir waren. Ich bedanke mich bei jedem, der das Spiel bei dem Spiel zugesehen hat. Ich weiß, das Spiel hat nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Finde ich schade, weil es wirklich ein unheimlich tolles, tolles Spiel ist. Und ja, das Ende hat mich geflasht. Sagt mir, wie ihr das Spiel fandet. Sagt mir, wie ihr das Ende fandet. Habt ihr damit gerechnet? Wie fandet ihr den Kampf gegen den Leviathan? Wie habe ich mich angestellt? Wie fandet ihr meinen Kommentierstil? Alles, was ihr gerne noch loswerden wollt, jetzt in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr bei dem Projekt zugesehen habt. Und wir sehen uns dann einfach bei einem anderen Projekt hier auf meinem Kanal. Danke fürs Zusehen und ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal, euer Wolf.